Das Ganze hat sich richtig gut entwickelt. Hallo Leute, herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und das ist ein Update zu unserem 600 Liter Flussteil Aquascape. Ich hoffe, ihr habt so viel Freude wie ich damit, denn es ist echt toll, wie anders dieses Layout geworden ist. Wir haben ja hier lauter schöne Aquarien rumstehen, also das will ich jetzt sagen, ganz ohne irgendwie zu prahlen, aber alle Aquarien, die hier drinnen stehen, gefallen mir gut. Aber dieses eine, das sticht dann doch ein wenig raus, weil einfach deutlich weniger Pflanzen im Spiel sind. Auch relativ wenig, ich weiß, es ist trotzdem viel, aber relativ wenig Dekoration. Und das macht das Layout irgendwie so locker und das sieht so nach einem traditionellen Aquarium aus. Und das ist genau das, was uns hier bei Liquid Nature so ein bisschen gefehlt hat. Das Aquarium läuft jetzt seit 6, 7 Wochen, sowas um den Dreh, also knappe 2 Monate hat das Ganze jetzt am Buckel. Die Fische, die habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen, die entwickeln sich ganz prächtig. Die Malerbärblinge fangen jetzt an, ordentlich zu wachsen, weil ich sie auch gut füttere, was natürlich immer wichtig ist für junge Fische, damit die sich schön entwickeln können. Heute kamen auch ein paar neue Fische mit ins Aquarium, die sind jetzt auch noch sehr klein. Diese schmalen Tierchen hier, das sind Regenbogen-L-Ritzen. Die wären noch deutlich größer, knappe 10 cm reichen, die wären wunderbar bunt. Jetzt haben sie nur so einen ganz leichten rosa Stich, aber man kann noch nicht so richtig erkennen, wie die später aussehen werden. Dazu kommen aber Videos in ein paar Monaten, denn so lange wird es dauern, bis sie dann hübsch und groß sind. Ansonsten gibt es auch ein paar Neuigkeiten zur Entwicklung des Aquariums. Im Großen und Ganzen entwickelt sich es in etwa so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir hatten jetzt ein bisschen Algenbelege auf den Steinen, aber auch auf den Wurzeln, diese Diatomeen, also so braun-grüne, locker wachsende Algenschichten, die sich auch leicht entfernen lassen. Ich wollte das aber nicht selber entfernen, sondern ich habe ein paar Tiere eingesetzt. Abalone oder Napfschnecken, vielleicht könnt ihr sie erkennen, hier und da kraxeln sie gerade auf meinen Ästen rum und machen die sauber. Die sind wirklich irre fleißig, also diese große Wurzel, die hier steht, die war schon sehr grün und jetzt ist sie sehr sauber. Das waren die Schnecken, das war nicht ich, da sollte ich mich eigentlich mal dafür bedanken. Ansonsten wachsen die Pflanzen auch schon ganz gut. Also ich habe hier die Hygrophyllus yamensis, die 53B heißt sie bei Tropica. Hier hinten steht schon einmal geschnitten, weil die einfach schon bis zur Oberfläche gewachsen ist. Der Lotus, der lässt noch ein wenig auf sich warten. Ich bin mir nicht sicher, ob der gut kommt. Der sieht zurzeit noch nicht so toll aus. Aber die Kryptokerinen, die sehen dafür umso besser aus. Die haben ihre alten Blätter nicht abgeworfen, was mich ein wenig wundert, muss ich sagen. Die sitzen ja in diesen Insula Pads von Vio, also in diesen Fließpölstern, die mit Säul gefüllt sind und die wachsen ganz, ganz prächtig an. Vor allem die hier sieht einfach fantastisch aus. Das ist für so kurze Zeit ungewöhnlich für Kryptokerinen. Auch im Hintergrund das Elocharis, also hier sitzt es auch, wächst sehr, sehr gut an. Also die Insula Pads funktionieren an der Stelle wirklich sehr, sehr gut. Kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr mal so ein Layout mit Sand wollt und trotzdem üppigen Pflanzenwuchs. Aber es hat sich was eingeschlichen, was ich nicht so gerne in meinen Aquarien habe, nämlich Pinselalgen. Man kann es hier hinten an dem Aerocaul und Japan Needle Leaf ein wenig sehen, aber vor allem hier an meinem Eleocharis, das schaut wirklich nicht mehr hübsch aus. So ein richtiger Bart, der an jedem Grashalm klebt, ist nicht so toll. Jetzt habe ich kurz überlegt, soll ich die Pflanzen einfach mal komplett zurückschneiden und vielleicht wachsen sie dann ohne Pinselalgen nach, denn der Rest vom Aquarium hat eigentlich kaum oder gar keine Pinselalgen. Habe mich jetzt aber dagegen entschieden, weil diese Regeneration wieder relativ lange dauern würde und weil das Aquarium ja insgesamt schon relativ kahl ist, will ich jetzt nicht die paar Pflanzen, die da noch drinnen stehen, auch alle runtersäbeln. Deswegen werden wir ganz einfach anfangen zu düngen und zwar ein wenig angepasst. Also ich habe hier auch schon den Dünger meiner Wahl stehen. Ich nehme wieder Masterline 1, 2 und Carbo. Der Masterline 1 ist der Eisenvolldünger. Mit dem werde ich jetzt erstmal sehr sparsam umgehen. 1 ml am Tag muss dem Aquarium jetzt erstmal ausreichen. Ich denke auch für die Pflanzenmasse, die ich da habe, könnte das vielleicht sogar auf Dauer ausreichen. Dann muss ich sagen, ich bin überrascht, wie viel Futter das Aquarium verträgt, ohne messbare Nitrat zu haben. Also ich habe schon mal so einen Streifchentest gemacht und mein Nitratwert ist ganz einfach null. Hat mich ein wenig verwundert, muss ich sagen. Deswegen werde ich ein bisschen üppiger mit dem Masterline 2 anfangen, nämlich so 5 bis 8 ml. Ich starte mal mit den 5 und warte ab, wie sich das Aquarium jetzt entwickelt. Es sind ja wirklich nicht viele Pflanzen da, die viele Nährstoffe aufnehmen. Deswegen schauen wir mal mit 5 und wenn das Ganze ein wenig üppiger wächst, dann werde ich vielleicht auf 6, 7 oder 8 ml erhöhen.
Und dann habe ich auch noch hier mein Masterline Carbo, das gleichzeitig eine Kohlenstoffquelle für meine Pflanzen darstellt und meine Rotalgen reduziert. Also auch das Produkt hat ja einen Kryptaldehydanteil und das funktioniert wirklich ein wenig als Algenradierer. Wobei man hier sagen muss, dass das Masterline Carbo nicht mit dem Easy Carbo verwechselt werden darf, denn diese Rezeptur hier enthält deutlich weniger Kryptaldehyd. Das kann man auch auf Dauer verwenden, ohne seinen Biofilm zu schädigen, wenn man die richtige Dosis nutzt. Empfohlen werden hier jetzt 20 Milliliter am Tag für 600 Liter, also 10 Milliliter je 300 Liter, aber wird das draufgeschrieben, genau, 1 Milliliter auf 30, so steht es im Päckchen. Da werde ich auch nicht mit der vollen Dosis starten, weil wir ja wenig Pflanzen haben, nehme ich mal die Hälfte, also 10 Milliliter. Jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen. 1 Milliliter Masterline 1, 5 von Masterline 2 und 10 von Masterline Carbo. Und dann sehen wir, ob ich die Pintelalgen hier loswerde und die Pflanzen ein wenig üppiger und vor allem färbiger wachsen, denn vielleicht seht ihr das eh, meine Hygrophylla siamensis ist sehr hellgrün, die sollte ja doch, also die bleibt ja hell, aber nicht so hell. Also das ist schon etwas blass, dagegen wollen wir jetzt was tun. Das wird uns der Dünger übernehmen und da halte ich euch natürlich am Laufenden. Vielleicht wird es dann auch so sein, dass wir long-term auf Flüssigdünger verzichten können und ich die Pflanzen eher mit meinen Root Cups versorgen kann. Das wäre ja mein Wunschgedanke, denn ich mag dieses Aquarium so unkompliziert wie möglich pflegen. Es soll ja wirklich ein easy Aquascape sein, das jeder ganz locker nachmachen kann. Ansonsten hat sich nicht so viel getan. Beim CO2 habe ich jetzt ja die 20 Milligramm Lösung genommen, weil wir die Beleuchtung deutlich reduziert haben. Ich habe jetzt hier insgesamt nur noch, muss man auch sagen, 12 Module von den Matrix Sunlike Color Modulen von Daytime. Also eine WRGB LED-Bestückung. Wirklich tolle Lichtqualität und die Ausleuchtung, muss ich sagen, gefällt mir so auch gut. Ich habe sogar überlegt, noch weitere Module zu entfernen, weil das Aquarium noch immer sehr hell wirkt. Also gerade im Hintergrund könnte ich mir vorstellen, dass ich hier auf der linken Seite, vielleicht aber auch auf der rechten Seite, noch jeweils ein Modul entferne. Also noch weiter reduziere auf 10 Lichtmodule. Das wären dann 75 Watt. Zurzeit bin ich noch auf 87,5 Watt, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Falls ich mich verrechnet habe, lasst mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Aber ich glaube, eins hat 7,5 und das müsste dann schon passen. Mit das Schönste an so großem Aquarien ist ja immer das Fische füttern. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Fischfreund und das Füttern, das ist ja doch irgendwie das Beste, sind wir sonst ehrlich. Also Fische füttern und Aquarien, das gehört zusammen. Apropos gehört zusammen, falls ihr euch gefragt habt, was ich hier für ein schickes T-Shirt anhabe, das ist hier das Liquid Nature Design aus unserer neuen Aquarien T-Shirt Collection. Insgesamt gibt es 3 Designs, die könnt ihr gerne bei uns im Webshop auschecken. Zurzeit sind die noch als Vorbesteller verfügbar, aber demnächst haben wir die dann auch auf Lager. Dann kann man die auch hier direkt anschauen und mitnehmen. Zurzeit ist, wie gesagt, Vorbestellen möglich, könnt ihr gerne euch eins reservieren und dann zugeschickt bekommen oder abholen, was euch lieber ist. So, zurück zum Fischefüttern. Ich habe jetzt einen Haufen Bärblinge hier im Aquarium, aber ich habe auch Flossensauger und zwar Prachtflossensauger. Und das sind Tiere, die zwar so aussehen, als wären sie reine Algenfresser, es aber nicht sind. Deshalb ist wichtig, dass ich auch Futter verwende, das schnell zu Boden sinkt, dass meine Bärblinge nicht komplett auffressen können. Das sind jetzt hier von Oase Organics die Snack Sticks. Das ist ein relativ grobes Futter, das ist für alle Schmerlen, Corridoras und auch für so Flossensauger konzipiert, also proteinreiche Sticks, die schnell absinken und von den kleineren Fischen nicht so gut aufgenommen werden können. Das ist ganz praktisch, die fallen jetzt einfach zu Boden, die Flossensauger brauchen immer ein paar Minuten und dann holen sich die das. Und für die anderen gibt es einfach Colorgranulat. Die Malerbärblinge tun sich jetzt noch ein wenig schwer damit, weil die noch so klein sind. Das wird sich aber hoffentlich in näherer Zukunft ändern. Ja, besonders gierig sind die jetzt nicht mehr. Ich habe die auch heute schon zweimal gefüttert. Das erste Mal düngen werde ich jetzt auch gleich erledigen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann 5 Milliliter, was ist denn 2? 1, 2, 3, 4, 5. 1 Milliliter Masterline 1. Da muss ich auch gleich noch kurz was dazu sagen. Diese Pumpdosierer sind ja mit 1,2 Millilitern beschrieben. Ich nehme das aber nicht ganz so genau. Für mich ist einmal pumpen 1 Milliliter. Wenn ihr das genauer nehmen wollt, dann tut das gern. Ich finde, das ist genau genug.
Ansonsten gibt es nicht ganz so viele News. Ja, das Aquarium ist halt einfach minimalistisch, das heißt, auch pflanzentechnisch hat sich jetzt einfach noch nicht so viel getan. Falls da aber was Neues dazu kommt, dann lassen wir es euch natürlich wissen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob Schwimmpflanzen nicht ein feiner Deal wären oder vielleicht ein bisschen Moos auf den Wurzeln. Aber ihr wisst ja, ich wollte das Teil minimalistisch halten, deswegen ist vielleicht besser, wenn ich gar keine Pflanzen ergänze, sondern das Teil einfach mal einlaufen lasse, so wie es ist. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüssi, Baba.